kann man sich eure Zusammenarbeit, was die Kreativität angeht, wie gestalten sich die Prozesse, wie kann man sich das vorstellen? So, jetzt mal ins Studio reingeguckt, wenn wir schreiben, ist es eigentlich so, dass wir halt ein Beat hören. Und meistens habe ich das Glück, dass ich mit einem Thema als Erster um die Ecke komme und dann kann ich sozusagen der Musik meinen Stempel aufdrücken und der Savas muss dann folgen. Später wandelt sich das Ganze dann um, wenn es dann in eine gewisse Videoumsetzung oder Bühnenumsetzung geht, dann hat wieder Savas die volle Macht und macht alles. Also irgendwie hat sich das ganz automatisch, ganz fair, brüderlich aufgeteilt. Oder? Ja, ich durfte lange schlafen und er hat dafür dann schon vorgearbeitet oder hat dann halt gewartet und hat vielleicht auch schon mal was zu essen besorgt netterweise. Also es war eine coole Arbeitsteilung auf jeden Fall. Beurteilt ihr das in Deutschland? Einheitsfrei oder doch auch kreative Lichtblicke, jetzt abgesehen von euch selber? Also ich glaube, Deutschland ist schon sehr selbstbewusst geworden, was die deutsche Musik auch angeht. Wenn ich mir überlege, als ich mit meinem ersten Soloalbum, mit meinem ersten Rap-Soloalbum rausgekommen bin, da gab es zwar schon Rap, aber da war es so, dass das jetzt, wir wurden jetzt nicht tatsächlich als die wirklich jetzt als die heftigen Musiker dargestellt, sondern es war dann eher so, wenn man in eine Sendung gekommen ist, wurde als erst yo, yo, yo gesagt und das wurde halt schon, dann wurde gesagt, zieh doch mal deine Hose wieder ein bisschen hoch, die hängt so tief. Also es hat sich schon verändert auf jeden Fall, aber ich meine auch, ging ja in alle Richtungen ist das ja so gewesen, weißt du, auch Gitarrenmusik und von Wir sind Helden über Silbermond, Tritra, Tralala und so weiter, also da gab es schon eine Menge Zeugs, da ist schon viel passiert. Schnappi darf man auch nicht vergessen, das Krokodil hat auch viel getan dafür. Ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Konzerten. Worauf darf man sich bei euren Shows freuen? Also wir werden zwei, drei Mal in Ohnmacht fallen heute, haben wir uns vorgenommen. Und das ist, glaube ich, ganz toll für die Leute. Das ist unser Special Effekt auf jeden Fall. Ansonsten muss man dazu sagen, das ist unsere erste gemeinsame richtige Show, 90-Minuten-Show. Sonst haben wir so Showcases gehabt, 40 Minuten mal hier, 40 Minuten da. Aber daher, wie bitte? Sind auch 80. Ja, zusammengerechnet auch 80, zweimal das gleiche Set. Aber das ist schon, ja, das ist schon was anderes. Also ich bin auf jeden Fall nervös. Ich denke, Xavier ist vielleicht auch ein bisschen nervös. Also wir werden heute tatsächlich zu Höchstleistungen gezwungen werden oder genötigt oder wie auch immer, weil ich habe jetzt zwar nichts gemerkt so von Sauerstoffmangel, aber wir werden sehen entlang des Weges, wenn ich rot werde anstatt braun, dann wisst ihr, was los ist. Ihr seid beide schon jahrelang erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Ist eine Location wie die hier dann doch auch wieder was Besonderes für euch? Auf jeden Fall. Das glaubst du aber. Also überwältigend. Jetzt bei dem Wetter und so. Und gut, es war ein bisschen Gerangel am Lift. Die Liftplätze sind sehr gefragt auf jeden Fall. Es ist auch einem sehr peinlich, wenn man da an den Leuten vorbeiläuft, die so eine Stunde anstehen und dann einfach in den Lift reinmarschiert. Sorry nochmal an alle, nichts für ungut. Wir mussten arbeiten. Oh, da ist gerade einer gestürzt. Holländer wahrscheinlich. Xavier, du warst ja 2004 mit den Söhnen Mannheims schon hier in Ischgl. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, da war schon einiges am Start. Also gerade mit so vielen Jungs ist natürlich immer, einer hat lange Unterhosen vergessen, der andere denkt, der kann mit dem Jankerl hier oben die Show machen. Also das ist schon immer wieder lustig. Aber auch da war es, ich meine, da war noch nicht so viel im Gange anscheinend. Ich glaube, die bauen hier jeden Monat irgendwas Neues hier hoch. Aber so im Großen und Ganzen, die Berge sind, glaube ich, noch wie sie waren. Stimmt, ja. Steht ihr auf Wintersport? Ich habe zu viel Respekt vor Wintersport. Ich liebe die Berge und ich habe also so vor so einem Skibetrieb, habe ich jetzt persönlich, es geht mir ein bisschen zu weit. Also so, ich mag das lieber in der Ruhe und ich mag es eher im Sommer. Ich bin eigentlich echt nur hier, wenn ich so Auftritte habe oder so. Ich meine, dann finde ich es bezaubernd und traumhaft und gerade in Weiß ist es natürlich echt besonders, aber ich bin eher so, vielleicht ist es der Inder in mir, ich sehe das eher so ein bisschen spirituell. Der Berg ist echt was Großes für mich. Ja, ich habe es probiert mal. Ich wollte mal Skifahren. Ein Kumpel von mir wollte mir das erklären, hat sich 3 Minuten Zeit dafür genommen und meinte dann, ich soll jetzt die Piste runter. Da habe ich mich natürlich hingelegt und dann fuhren die ganze Zeit irgendwelche 8-Jährigen an mir vorbei so und hat noch gefehlt, dass sie mir so den Schnee ins Gesicht, ne? Und dann das Skifahren und mein Ehrgeiz, das funktioniert nicht miteinander. Ich habe gedacht, dass man das an einem Tag lernen kann, aber das war unmöglich. Daher habe ich gesagt, danke, ist nichts für mich. Savas war ja nicht eure erste Zusammenarbeit. Darf man auch in Zukunft auf weitere Xavage und oder ähnliche Projekte hoffen von euch beiden? Liegt nicht an mir. Hä? Kann schon sein, sage ich mal so. Nee, auf jeden Fall. Also ich hätte Bock, aber er braucht immer so ein bisschen Arschtritt, meinte er. Nein.